Hallo ihr Lieben, hier ist Kathi. Heute habe ich für euch ein zartes Gebäck, Schneeflockenplätzchen mit Puderzucker. Diese leichten, knusprigen Weihnachtskekse schmelzen im Mund und sind in der Weihnachtszeit ein Muss. Viel Spaß beim Video! Das leckere Weihnachtsgebäck lässt sich prima zubereiten. Die zarten Zuckerkekse bestehen aus Puderzucker, Mehl und Stärke. Die Zutatenliste und genaue Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung. Ihr gebt zimmerwarme Butter in eine Schüssel, fügt Puderzucker und Vanillezucker hinzu und rührt es zu einer luftigen Buttermasse. Nun die Vanille unterrühren. Zuletzt siebt ihr das Mehl und die Speisestärke hinzu und mixt alles zusammen. Es entsteht ein krümeliger Teig. Den Teig knetet ihr mit den Händen nochmal zusammen, teilt den Teig in drei Teile und formt zu Rollen. Die Teigrollen wickelt ihr in Frischhaltefolie ein und legt sie für 30 Minuten in den Kühlschrank. Die Rollen schneidet ihr in Scheiben formt sie zu Kugeln und drückt sie platt. Auf den Plätzchen könnt ihr Schneeflocken aufdrucken. Bei mir sind es zwei Ausstanzer für zwei Schneeflockengrößen. Ihr könnt aber auch andere Muster verwenden, wie zum Beispiel Sterne oder Linien. Mit einem Gabelaufdruck entstehen Linien. Eine Flocke könnt ihr zum Beispiel mit einem Pizzaroller schneiden. Die Schneeflockenplätzchen backt ihr im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca. 15 Minuten. Wenn die Plätzchen ausgekühlt sind, bestäubt ihr sie dick mit Puderzucker. Fertig sind eure Schneeflockenplätzchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In meinem Blog unter www.foodtemple.de findet ihr weitere leckere Rezepte zum Nachbacken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euren Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Alles Liebe, eure Kathi.